3.462 Zuschauer im Stadion Niederrhein sahen am Samstag den vierten RWO-Sieg in Folge. Das Team von Trainer Mario Basler ist damit nach langer Zeit erst einmal runter von den Abstiegsrängen. Die Chancenverwertung beim 2:1-Erfolg über die Reserve des VfB Stuttgart brachte allerdings den ein oder anderen Akteur an den Rande eines Herzinfarktes. Was? Na, im Herzinfarkt? Ich bin tot! So, wir reden mit dem Geist. Nein. Ja, nein, das ist klar. Das Ding fährst du 5:1 nach Hause. Aber lache immer jemandem wie ich. Ja, wir haben 2:1 gewonnen, sind 3 Punkte. Ob wir jetzt 3:1 gewonnen hätten, 4:1 gewonnen hätten, natürlich wäre es noch schön gewesen fürs Selbstbewusstsein. Aber ich denke, wir haben mit breiter Brust gespielt und am Ende zählen die 3 Punkte. Wir stehen über dem Strich und das wollten wir heute erreichen. Also wir haben uns, glaube ich, selber unnötig ins Bedrängnis gebracht. Wir haben 2:0 geführt, alles souverän, hatten dann noch die Chance zum 3:0. Und dann kriegen wir natürlich so ein dummes Tor. Und selbst dann hatten wir noch die Chancen zum 3:1. Wenn wir das machen, kommt dann auch noch das 4:1. Und dann haben wir uns letztendlich natürlich unnötig in Bedrängnis gebracht. In den letzten Wochen werdet ihr nach dem 2:1 noch eingeknickt wahrscheinlich, nach so einem Anschlusstreffer. Und ja, was ist jetzt der Unterschied, dass ihr dann auf einmal, als wäre nichts passiert, nach vorne spielt weiter? Ja gut, ich denke, wir kamen natürlich aus der Halbzeit raus und wollten natürlich zu 0 spielen. Dann kam das Gegentor, aber wir wussten natürlich, das war, was wir können. Und wir wussten auch, dass wir, wenn wir weiter nach vorne spielen und enger Mann sind und unsere Zweikämpfe annehmen, dass wir die Einzigen sind, die hier als Sieger vom Platz gehen. Und ich denke, das haben wir auch gezeigt, auch wenn es vielleicht ein bisschen brenzlig wurde nochmal. Aber wie gesagt, wir hatten auch noch unsere Torchancen gehabt. Und ich denke, im Großen und Ganzen ist das alles in Ordnung so. Viele haben euch schon abgeschrieben vor ein paar Wochen. Jetzt seid ihr auf einmal über dem Strich. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ein super Gefühl. Also wir merken auch in der Mannschaft, dass da eine mannschaftliche Geschlossenheit entsteht. Und dass wir alle Gas geben, noch eine Schippe drauflegen, auch wenn uns alle abgeschrieben haben. Und von daher sind wir sehr, sehr froh natürlich und sehr glücklich. Jetzt habt ihr zum ersten Mal die Rolle des Gejagten da unten. Ja. Das ist ganz was Neues für uns, aber wir wollten das, wir wollten immer über den Strich, wir haben nie auf andere geschaut, wir haben es aus eigener Kraft geschafft und da wollen wir uns nicht mehr weg jetzt. Ich trinke jetzt Bier bis zu der, wir haben ja diese Sportgala heute Abend, da müssen wir ja reden, Herr Basler und ich. Das wird nicht schön für die Sportgala, glaube ich. Reviersport, die Sportzeitung.